So, und dann ist es soweit. Also Würzburg in den roten Trikots von rechts nach links. Wollen natürlich von Anfang an richtig Dampf machen über Karimani außen. Sieht im Ansatz alles nicht schlecht aus bei Würzburg, nur sie kriegen die Pippinsrieder nicht ins Laufen. Jetzt ist mal etwas Platz da. Kurz weg. Flanke zu kurz. Junge Abiol setzt nach. Nochmal kurz weg. Karimani. Ja, Karimani! Erster guter Abschluss von Dardan Karimani. Und das ist eine gute Parade von Max Retzer. So, und jetzt hier hoffen wir mal auf ein bisschen Abfahrt. Boah, der ist gut. Gut hier, Latte! Na also. So, jetzt kochen die Emotionen mal kurz hoch. Auch das ist wichtig aus Sicht des Underdogs. So, und dann pfeift er zur Pause 0:0. Es war kein hochklassiges Spiel. Also, Lothar Ostheimer zählt nochmal durch und dann legen wir wieder los. Pippinsried jetzt von rechts nach links mit dem Ball. Und vielleicht ja jetzt mit der Art und Weise, wie sie es eigentlich von Beginn an machen wollten, dass sie auch mal Würzburg vorne unter Druck setzen. So, Kurzweg, macht mal Tempo. Außen ist Karimani dabei. Ja, Flanke kommt, Retzer, Achtung, Retzer passt, das gibt's doch nicht. So, die Riesenchance und die Würzburger wollen einen Elfmeter haben. Und wieder ist der Schiedsrichter mitten im Fokus. Retzer behauptet auch, er sei gefoult worden. Aber hat für mich da eher den Flutschfinger gemacht. Und dann Kassiel, der natürlich das Tor machen muss, brauchen wir nicht reden. Gutja. Oh, macht er gut. Kevin Scholz, Gutja, vorne ist Gerstmeier dabei. Was macht Kevin Gutja? Knallt den Ball zum Nachbarn. Aber Montjeu holt sich den zurück und jetzt ist Platz da. Vor allem auf der Gegenseite. Schlecht dabei. Benko. So, Gerstmeier alleine gegen zwei. So, abgefälscht. Warum nicht? Und der wurde unangenehm für Hipper. So, wieder Vollalarm vor Retzers Tor. Wieder nah vors Tor gezogen. Und jetzt klingelt's. Der Kapitän macht's. Peter Kurzweg. So, einmal noch kurz die Hose richten und dann ab zum Jubeln. Und das ist durchaus verdient. Die Kickers überlegen in dieser zweiten Hälfte. Schaut den her gegen Franjic. Strafraum nicht gut besetzt bei den Kickers. Monche. Zeiser. Ja, gutes Ding. Und Max Retzer ist auf dem Posten. Kassiel auf Zeiser, schlecht gespielt. So, und jetzt Pippinsried mit der Möglichkeit zum Konter. Nee, doch nicht. Weil sie zu lang brauchen. Luke Hemmerich. Hemmerich! Ans Außennetz. So, viel Platz jetzt auf der rechten Seite. Greifenegger. Da ist Gerstmeier. Achtung! Schuss aus! Abgeblockt. Lobenhofer hatte den Ausgleich auf dem Fuß. So, ab zur Eckfahne. Gibt nochmal Einwurf. Oder doch nicht. Nein, jetzt ist es amtlich. Herzlichen Glückwunsch an die Würzburger Kickers. Sie gewinnen mit 1:0 und ziehen damit ins Landespokalfinale ein. Gegner wird noch ermittelt zwischen Illertissen und Ingolstadt.